Und damit herzlich willkommen zurück zu Empires die Neuzeit. Beim letzten Mal haben wir uns mit O'Reilly in der Wüste beim Wüstenfuchs durchgeschlagen und waren erfolgreich. Und nun geht es weiter in Kapitel 3, Operation Husky. Der heldenhafte Kampf der britischen und amerikanischen Truppen hat die Deutschen am Kasserinenpass aufgehalten. Aber zu welchem Preis? Die Alliierten haben schreckliche Verluste erlitten. Patton muss seine Streitkräfte neu aufbauen, seine Truppen versammeln und Sizilien angreifen. Kann man dem Alliierten Nachrichtendienst trauen? Ja, das frage ich mich aber auch so langsam mit DeMarco. Ja, wir sind jetzt hier schon von Casablanca rüber nach Sizilien marschiert. Es geht langsam Richtung Rom und dann auch schlussendlich Richtung Paris. Meine amerikanischen Mitstreiter, wir sind alle stolz auf die herausragenden Leistungen und den Mut der Offiziere und Soldaten, die Nordafrika befreit haben. Während Feldmarschall Montgomery weiterhin den unerschütterlichen Kampfeswillen des britischen Volkes demonstriert, ist unser Erfolg vor allem den Führungsqualitäten von General Eisenhower sowie seiner sorgsamen Koordination der alliierten Truppen im Feld zu verdanken. Die aufgebrachten Streitkräfte der vereinten Menschheit sind geschlossen auf dem Vormarsch nach Europa. Verdammt, Sir! Das ist einfach nicht fair. Wenn Sie dem Beispiel von Eisenhower und Monte gefolgt wären, würden wir doch immer in Casablanca sitzen. Das Leben ist nicht fair, Charles. Das Leben ist nicht fair. Das zweite Korps ist während der Schlacht bei Caserina schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, Charles. Wir müssen die Moral der Truppen stärken und sie aufrüsten. Wie ich höre, stehen auf der Insel La Galite gleich vor der Küste die dazu erforderlichen Mittel bereit. Ich werde mich mit einem Erkundungstrupp auf den Weg dorthin machen. Sie halten hier in Tunis die Stellung. Captain O'Reilly, ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass der Erfolg dieser Invasion auf Ihren Schultern ruht. Ihre Ranger werden hinter den feindlichen Linien in Sizilien abgesetzt. Es liegt bei Ihnen, die beste Marschroute für unsere Truppen festzulegen. Danke, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. So, da sind wir nun. Wir sollen nun Patton zur Insel La Galite bringen, die sich hier oben befindet. Okay. Ein sehr kleines Dorf. Wahrscheinlich ein Einwohnerdorf. Okay, wir haben hier vier nette Bauern. Hier noch ein paar nette Streitkräfte. Und Patton, hier haben wir den Adjutant. Das ist ja der nette... Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall der Stiefsohn. Nein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas von dem netten Herrn Patton. Sind auf dem Weg. So, ich hoffe, dass ihr alle mitkommt. Ach, war klar. Nein, ihr kommt... Jetzt muss bloß noch der Patton reinkommen. Dann wäre es perfekt. Aber ich glaube, Patton passt nicht, oder? Oder? Bitte, 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 bitte. Ja, passt sogar. Unglaublich. Dann lass uns doch mal mit unserem schönen Schiff, das sogar U-Boote aufspüren kann, zur Insel hier drüben. Und mal versuchen anzulegen. Ich hoffe nicht, dass wir hier irgendwie komischen Besuch von... natürlich. Vorsicht, Sir. Hier wimmelt es überall nur so von deutschen U-Booten. Und genau deshalb wurden diese Schlachtschiffe ja auch mit Radarsystemen ausgestattet. Ich hoffe doch sehr, Sie benutzen sie auch. Ja. So halbwegs, ne? Okay. Ich hoffe, er schafft es. Super.
Transporter auf dem Weg. Liegen Deutsche auf der Lauer. Los, schnappen wir sie uns, Männer. Was? Ja, kein Problem. Chill mal kurz. Sir, yes, sir. Was? Was? Verdammt soll ich sein. Zur Hölle mit den Deutschen. Ach, chill doch mal euer Leben, bitte. Was? Oh. Sir, yes, sir. Und der erste ist da. Oh mein Gott, bei mir ist auch schon einer down. Wir sollen alle Deutschen von der Insel vertreiben. Kein Problem. Und die nächsten. Das sind bloß Bauern, okay. Wir werden angegriffen. Weiter. Wir wollen sie alle weg haben hier. Oh oh. Scheiße. Los! Kommen Sie doch! Wir werden angegriffen. Feuer einstellen! Oh. Feuer einstellen! Ich bin Major DeMarco, OSS. Bringen Sie mich zu General Patton. Sofort! Jo. Was? Der steht doch hier. Mit den Konsequenzen. DeMarco! Ich dachte schon, ich würde Sie nie wiedersehen. Wie war, General? Das dachte ich auch. Gleich nach meiner Landung geriet ich in Gefangenschaft. Und was hat es dann mit Ihrem Funkspruch auf sich, dass die Franzosen stillhalten würden? Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt, Mann. Bei meiner Gefangennahme haben mir die Deutschen mein Codebuch abgenommen, noch bevor ich es vernichten konnte. Aber hören Sie, ich habe etwas sehr Wichtiges erfahren. Die Operation Husky ist in Gefahr. Die Deutschen wissen über die Einmarschpläne der Alliierten nach Sizilien Bescheid. Sind Sie sicher? Wie zur Hölle konnte das passieren? Es war Captain O'Reilly, General. Ich fürchte, er arbeitet für die Deutschen. O'Reilly? Verdammt, sind Sie da ganz sicher? Er wurde mit einer entscheidenden Aufklärungsmission betraut. Ich muss jetzt überlegen, was zu tun ist, Major. Lassen Sie sich in der Zwischenzeit medizinisch versorgen. Okay, unsere nächste Aufgabe, bringen Sie Patton und DeMarco zum Adjutanten. Okay, kein Problem. Und ich habe mal wirklich mal nachgeguckt im Internet. Ich habe nichts über diesen DeMarco gefunden. Jawohl. Also glaube ich nicht wirklich, dass so ein DeMarco jemals existiert hat. Falls ihr doch darüber irgendwas wissen solltet, schreibt mir bitte. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber eigentlich ist daraus ja nichts bekannt. Eine Siedlung bauen? Nahrungsspeicherung. Siedlung müssen wir bauen, damit wir hier irgendwo die Dings abladen können. Packen wir es am besten gleich hier hin, wa? So. Zur Stelle. Und ihr alle? Sind auf dem Weg. Ihr werdet jetzt erstmal wieder alle eingeladen? Nein. Alles klar. Hier runter. Transporter in Bereich auf dem Weg. So. Und dann muss ich die hier Gold holen lassen, nachher, damit ich mir Truppen kaufen kann. Siedlung fertiggestellt. Jawohl, so, und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Kann ich im Kühlung erforschen, Nahrungssammlung, erhöht den Ackerbau, erhöht den Goldabbau. Habe ich 100 Fleisch? Ich habe 100 Fleisch. Das ist ja schön. Aber das dauert aber auch, ne? Okay. Wo kann ich helfen? Siedlung habe ich mir gebaut, ne, ja. Wir werden was? Angegriffen. Scheiße, was geht denn hier ab? Erster Offizier gesetzt. Jawohl. Sind auf dem Weg. Erster Offizier hier. Kurs gesetzt. Ja, oh fuck. Kurs gesetzt. Wir werden angegriffen. Wo ist er? Kurs gesetzt. Lass die mal lieber hier absetzen. Das ist mir gerade irgendwie sicherer. So, zum Adjutanten sagst du? Kannst du haben. Und dann kommt ihr aber trotzdem mal zum Hafen, nur damit ihr geheilt werdet und repariert werdet. So, wie lange braucht er das hier eigentlich? Oder hat er das jetzt schnell erforscht? Ich weiß es gar nicht. Aber egal.
so. Kann ich noch nicht verwenden. Ich soll auch sowieso erstmal ihn hier zum Dings bringen. Zur Stelle. Dem Marco. Sir, wir haben soeben eine Nachricht von Captain O'Reilly erhalten. Er sagt, die Bravo-Route sei nach der Landung der alliierten Truppen an der Küste von Sizilien die sicherste Vormarschroute. Sir, ich kenne Sizilien wie meine Westentasche. Während meiner Gefangenschaft bei den Deutschen habe ich große Truppenbewegungen im Bravo-Sektor beobachtet. Auf der Alpha-Route wird es deutlich weniger Widerstand geben. Ich werde mich darum kümmern, DeMarco. Gehen Sie jetzt und lassen Sie sich behandeln. Sir. Welche Route ist nun die bessere? O'Reillys oder DeMarcos? Das Schicksal tausender von Soldaten hängt davon ab. Männer, dies ist ein denkwürdiger Tag für uns alle. Heute wurde das 2. US Corps wiedergeboren. Keine Division oder Brigade, sondern eine ganze Armee. Die 7. US Armee. Schon bald werden wir nach Sizilien vorrücken und eine blutige Schlacht erleben. Wir werden einen verzweifelten Kampf gegen einen überlegenen Feind führen. Aber wir werden siegen. Wir sind Amerikaner. Amerikaner lieben den Kampf. Amerikaner akzeptieren keine Niederlage. Amerikaner kämpfen, um zu siegen. Und genau deshalb haben wir Amerikaner noch nie einen Krieg verloren und werden es auch nie tun. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir die Stadt Palermo besetzen sollen, die zurzeit in deutscher Hand ist. Und wie machen wir das natürlich am besten? Wir schnappen uns alles, was in unserer Macht steht. Zum Beispiel erstmal den Pattenpanzer und die drei Affen, die hier rumstehen. Damit können wir so viele Leute, das ist unglaublich. Also ich werde mir auf jeden Fall mal zwei Kriegsschiffe und ein Dings bauen. Hier kann ich mir so einen Heilungsaffen basteln. Ich bastel mir mal zwei Pioniere auf, wenn die eh drauf gehen werden. Oh, Bürgers. Bürgers ist ja toll, das gefällt mir. Da kann ich nichts machen. Ein Sunny-Wagen? Das ist eine demoralisierte Einheit des 2. US Army Corps General. Um eine demoralisierte Einheit neu zu motivieren und ihrem Befehl zu unterstellen, wählen Sie sie einfach aus. Die Aufrüstungskosten pro Einheit betragen je 150 Gold. Kein Problem. So. Wie war das jetzt nochmal? Eine demoralisierte amerikanische Einheit neu ausrüsten und auszubilden kostet 150 Gold. Wählen Sie eine demoralisierte Einheit, um sie neu auszubilden. Jo, wie... Da geht's doch schon mal gut los. Schön. So, wen nehme ich jetzt noch? Den Pionieren brauche ich nicht nehmen, den kann ich mir auch so kaufen. Nehme ich erstmal die Geschützis. Erstmal das ganze Schwermetall hier. Dann hole ich mir die Affen. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Gold. Sehe ich auch so. Du kostest bloß 50 Fleisch, ne? Das ist ja super. Nicht genügend Nahrung. Das ist wiederum schlecht. So. Und ihr oben habt Spaß, sagte. Das ist ja super. Ich werde jetzt erstmal das ganze Gold hier, also so viel Gold wie möglich verbraten. Um die gesamte demoralisierte Einheit dann wieder fit zu machen. Sind auf dem Weg. Wo soll ich hin? Ja, wo sollst du hin? Das ist eine gute Frage. Sir, yes, Sir.
Hier der zweite. Wie viel habe ich gebaut? Noch zwei. Okay. Der Adjutant. Oh, ich kann mal wieder was Hübsches kaufen. So, der nächste bitte. Wo kann ich helfen? Zack. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir uns den lieben Strand hier unten, weil der nicht so ganz besetzt ist wie der hier oben. Und, ja, einfacher wir es können. Dum, dum, dum. So, du bist auch fertig? Super, dann lass uns hochstiefeln. Kurs gesetzt. Ich kann den Text auswendig. Vier Affen drin, super. Dann lass uns dahin dackeln. Erster Offizier hier. Sind auf dem Weg. Verfolgt er den jetzt eigentlich? Nee, Kurs schade. Gesetzt. Kurs gesetzt. Muss bloß aufpassen, dass hier kein U-Boot in der Nähe ist. Ah, die sind so dumm, die scheiß U-Boote. Ich hab die schon immer gehasst. Haha, die schieben sich gegenseitig weg. Wie dumm. Ich finde das cool, das aus dieser Perspektive immer zu sehen. Oh, Hühnchen. Jawohl. Der Feldmarschall-Typ. Was? Wir werden angegriffen. Was geht dir denn? Ach, fickt euch. Geh weg, Mann. So. Transporter in Bereitschaft. Zack. Der ist weg, ne? Das ist gut. Ich hab wieder 500 Gold, das heißt, ich werde jetzt erstmal... Zack. Und zack. Zwei. Ne, 150 kostet ja bloß, ne? Hol ich mir mal dich. So, jetzt gib mir noch einmal 50. Dann. Wir werden angegriffen. Ach, verpisst euch. Wo kann ich helfen? Ja, der soll verschwinden. Sonst drehe ich hier gleich mal am Rad. Ach, scheiße, Mann. Fuck, man. Wir werden angegriffen. Wo kann ich helfen? Oh, Alter, Leute. Jawohl. Sie können diesen... Da kann ich gar nicht so... Bin dabei. Lol, holst du mir erstmal alle meine Leute weg, oder was? Scheiße. Wir werden angegriffen. Verdammte Hacke. Nee, nicht zurück zur Arbeit. Bin dabei. Scheißendreck. Bin dabei. Werde ich hier erstmal richtig schön geflattert. Ach, das ist doch Kacke. Na, kommst du jetzt nochmal wieder? Dreckiger Affe, Mann. Nee, ist klar, ist noch Deutsch auf Insel. Da, ein Flugfeld. Wir müssen einen Pionier rausschicken, um es zu sichern. Dann können wir ein paar Mustangs einfliegen lassen und ihnen die Hölle heiß machen. Oh. Das wusste ich ja noch gar nicht. So viel zum Thema, mach mal alle Deutschen von der Insel da weg. Ja gut, dann haben wir halt für die nächste Folge wieder was zu tun und nehmen dann den Luftwaffenstützpunkt ein und gehen in der übernächsten Folge wahrscheinlich erst nach Sizilien. Gut, wir müssen gucken, auf jeden Fall war es das jetzt für diese Folge. Hab ich noch? Ja, ich habe noch ein bisschen Gold, dann kann ich mir noch einkaufen, ja. Ihre Befehle? Ah. Sie haben keine Chance. Und dann nehme ich mir noch dich. Ach Mist. Ich
wollte mir eigentlich das Geschütz nehmen. Na gut, egal. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.